Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Kreis nochmal ein bisschen größer. Dann würde ich gerne den Wolfram, den Harry und die Andrea nochmal hier hochbitten. Ich nehme nochmal die eine Frage auf, die ich auch als Aussage von dir gehört habe. Ich erlebe eine große Suche und auch zum Teil wirklich eine Sehnsucht nach guter und gelungener Dialog- und Beziehungskultur in Unternehmen. Das ist etwas, was viele auch am ISB dann in den Weiterbildungen finden. Und das würde ich gerne auch an euch nochmal weitergeben. Wie seht ihr das? Erlebt ihr das in euren beratenden oder auch eigenen Organisationen? Wie erlebt ihr es? Und was heißt es so für unser Tagesthema? Ja, auf jeden Fall. Die Sehnsucht ist immanent und überall. Und ich glaube, das, was uns noch mehr sehnt, ist mehr Zeit. Mehr Zeit dafür. Die wird uns gerade kontinuierlich überall immer wieder genommen. Durch Stress hier und kannst du mal eben da, ich fand dieses Bällespiel, war ich leider nicht in der Session mit dabei, das hätte ich total gerne mitgemacht, nämlich dieses, kannst du mal kurz, ist einer der häufigsten Sätze, mit dem Leute bei mir ins Büro reinstolpern. Wir haben nämlich eine sehr offene Kultur, das ist sehr schön, aber eben dadurch kommt immer dieses, kommst du mal kurz. Und sich diesem widmen können, wirklich auf längere Zeit einem Dialog und einem Problem, einem Konflikt irgendwie nachzugehen, das muss man sich gerade hart erkämpfen und das ist mir jetzt auch wieder bewusst geworden hier, dass das der eigentliche Wert ist, auch in Zusammenarbeit. Also, ich arbeite ja fast nicht mehr in Organisationen und zwar sehr bewusst. Ich habe nämlich keinen Bock mehr drauf. Aber das hat nicht mit euch zu tun oder mehr mit mir, dass ich merke, diese großen Räder, die da versucht werden zu drehen, sind nicht meine. Ich mache lieber die kleineren. Und da kann ich mir inzwischen einiges leisten. Also jetzt bin ich auch nicht neu mehr und ich muss nicht mehr so viel. Insofern, wenn jemand was will, kann ich zum Beispiel sagen, gerne, aber dazu musst du zu mir nach Pfarrkirchen in Niederbayern kommen. Das ist der Mittelpunkt von Europa, aber nicht der Mittelpunkt von Deutschland. Und jetzt habe ich das utilisiert, dass wenn Menschen kommen, gerade wenn sie von weit her kommen, in Hamburg oder so, dann geht es meistens einen halben Tag mit einer Übernachtung und dann nochmal einen halben Tag. Und da haben wir einfach Zeit. Und deswegen teile ich das. Also ich glaube, gute Beziehung braucht Zeit und das lässt sich nicht beschleunigen. Deswegen glaube ich auch nicht an Beschleunigen, also dass das geht, dass man Dinge gut beschleunigen kann und trotzdem Qualität hinkriegt. Ich bleibe da skeptisch. Ich würde gern auf Rollen gucken und auf leisten können. Ich bin viel in Unternehmen noch unterwegs und muss noch ein bisschen warten, bis ich mir den Luxus gönnen kann, zu sagen, kommt mal alle zu mir und dann sehen wir weiter. Ich erlebe zwei verschiedene Richtungen. Im Unternehmen, bei den Mitarbeitern, gibt es diesen großen Wunsch nach Dialogkultur, nach Verantwortungskultur, nach auch Konfliktkultur, obwohl das Wort immer ein schwieriges ist und keiner das so gerne in den Mund nimmt. Und wenn ich dann bei den Führungskräften bin, dann wird es ganz interessant. Die wollen das häufig auch erstmal und dann leiste ich mir tatsächlich Freiräume, indem ich Sachen sehr deutlich zeige, sage, offenlege, auf Schmerzpunkte auch nochmal zeige und ein bisschen intensiver zeige und dann wird es manchmal anders. Dann gehen die komplett aus dem Dialog raus, weil das war ihnen dann eine Nummer zu viel und eine Nummer zu, ja, ich habe es nicht mal als Konflikt empfunden, aber es hat einen wunden Punkt bei ihnen berührt und dann ist die Wahrnehmung und auch die Wahrgebung, die ich dann bekomme, eine ganz andere. Nicht immer. Manche sagen auch, Gott sei Dank, endlich ist mal jemand da, der es mal offen ausspricht. Aber es ist nicht immer. Danke, dass du das sagst. Ich würde sogar gerne noch erweitern. Ich bin mir auch nicht sicher, ob auch auf Ebenen der Mitarbeitenden das wirklich bis ins letzte Detail so gewollt wird. Natürlich gerne, wenn es darum geht, offene Konfliktkultur nach oben. Ne? Aber wenn wir dann anfangen zu sagen, ja, organisiert euch mal in den Teams und fangt mal an in den Teams, euch gegenseitig auch wirklich offen und ehrlich eure Meinung zu sagen und rennt nicht immer zu eurer Führungskraft, die soll mal sagen, dass die Frau Meier endlich, dann geht es nämlich genauso los. Also von daher, ich weiß gar nicht,
ob die Sehnsucht wirklich so ehrlich ist, eine offene Konflikt- und Dialogkultur zu leben. Oder andersrum gesagt, das, was wir heute an Kultur haben, was nicht ausgesprochen wird, das hat ja auch systemstabilisierende Faktoren. Also ne, das kennen wir auch, das hat ja alles seinen Sinn, warum bestimmte Dinge nicht offen angesprochen werden. Das macht ja bestimmte Dinge auch leichter im Unternehmen. Also kennen wir, ne? Also das hat ja auch systemrelevante positive Wirkungen. Also von daher, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass es heute wirklich so ist, dass wir eine offene Feedback-Kultur wollen. Ich glaube, das wird häufig ausgesprochen, aber dass es wirklich gewollt ist, da brauchen wir noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, gehen wir es einfach nochmal in den Raum. Das war ja auch ein Wunsch von dir, Karin. Die Caroline hat ein Mikro. Gerne Fragen, Resonanzen, Bemerkungen an uns hier oben in die Gruppe. Also da gibt es jetzt keine feste Agenda. Ja, ich würde gerne aufgreifen, was eben zuletzt gesagt wurde von Ihnen, Frau Walkenhorst. Ich bin da bei Ihnen, weil ich glaube, dass die Fähigkeit zu einer offenen Konfliktkultur ganz viel zusammenhängt mit einer Ich-Entwicklung. Und ich bin ja Fan von der Spirale, von der integralen Kompetenz, von dem integralen Kompetenzmodell und Spiral Dynamics. Und da läuft eben Entwicklung tatsächlich in Stufen ab. Und ich muss erstmal bestimmte Entwicklungsstufen erreicht haben, um Feedback überhaupt nehmen zu können und geben zu können, wertschätzend. Und meine Frage an Sie alle, die da jetzt stehen, wie können wir das umsetzen in Unternehmen, dass wir Menschen so entwickeln, dass sie sich auf dieser Spirale weiterentwickeln, um dann Feedback nehmen und geben zu können. Aus meiner Erfahrung ist es ein Stückchen tatsächlich ein Know-how-Transfer, also wie macht man's? Das ist aber nur der kleine Teil. Und der größere Teil ist tatsächlich wieder dieses Kultur entsteht durch Kultur, Beispiele machen Schule, das, was Bernd dazu auch schon immer gesagt hat. Wenn ich keine Führungskraft habe, die mir das positiv vormacht, sondern die bei dem kleinsten Stürmchen einknickt und aus dem Kontakt geht, dann kann ich es von Mitarbeitern auch nicht erwarten, dass die das lernen und selber gut durchtragen können. Ich kann natürlich darauf hoffen, wenn sie selber in stabilen Teamstrukturen sind, wo es möglicherweise funktioniert. Aber wenn ich als externer Berater in ein Unternehmen gehe, dann gucke ich sehr genau immer, wie läuft es da oben und welche Beispiele werden da sichtbar und was nimmt man an anderen Stellen im Unternehmen dann auch wahr und bezieht sich da logischerweise drauf. Bezogen auf deine Frage, das ist ja sehr einfach, weil du kannst einfach anfangen damit, es zu machen, wann immer es dran ist. Und ich muss nicht im Organisationskontext sein, da ist es vielleicht manchmal, weiß ich nicht, komplexer. Zu Hause geht es allemal. Und da hat es eigene Herausforderungen. Man kann sofort üben, Partnerin, Partner, Kinder, Freundeskreis, Coaches. Also sehr einfach, just do. Ich sage auch nochmal was. Also ich finde, üben ist ein super Stichwort. Ich glaube, je öfter man Feedback-Kultur pflegt im Unternehmen und sich da sicherlich mehr Termine eher reinsetzt als weniger, das haben wir jetzt verstanden für uns als auch kleine Agentur, desto angenehmer ist es, desto mehr ist es ein regelmäßiger Austausch. Und wir passen, ne, das ist auch wieder so eine Lernkultur, wir passen auch unsere Fragen irgendwie so stetig an. Also wir können das natürlich auch relativ schnell machen, weil wir nicht eine große Organisation sind. Wir fühlen uns jetzt momentan mit so Fragen wohl wie, was hat dich im letzten Viertel, halben Jahr inspiriert? Was hast du dazugelernt? Also welchen neuen Skill hast du gelernt oder was hat dich gestört, auch an uns persönlich? Ne? Das sind so offene Fragen, wo dann natürlich auch die Führungskultur irgendwie, glaube ich, da herrschen muss, dass man sich auch Kritik anhört und nicht drüber bügelt, sondern die auch irgendwie dann mit aufnimmt, zumindest mal aufschreibt und sagt, danke für den Impuls. Wir haben festgestellt, das ist Übung. Ja, also finde ich einen sehr richtigen Hinweis. Gehen wir nochmal in die Runde. Ja, Bettina. Also weißt du, die Idee finde ich auch wunderbar. Ich komme ja auch vom ISB und habe bei mir in meiner Niederlassung wirklich unsere Lernkultur
etabliert, sodass es auch schon auf andere Niederlassungen etwas überschwappt. Aber wenn eben halt von Führung, also oberster Führung, ich bin ja nun selber Führungskraft, aber von auf meiner Ebene überhaupt gar keine Zeit gegeben wird. Und wir machen das wirklich alles nebenbei, ne? Durch nicht abgerechnete Überstunden, das Zusammensetzen, Supervidieren über nicht abgerechnete Überstunden. Ja, da hört es tatsächlich irgendwann auf. Also da merke ich so auch an mir, so dieses anfängliche Hineinbringen der ESB-Kultur bei uns in den Betrieb, wo dann irgendwann es extrem anstrengend wird. Aber gar nicht mal, weil dieses, also wir hatten vorhin auch dieses Thema, Jako, ne? Ich hatte mir nochmal überlegt, weil ich festgestellt habe, dass teilweise auch Angst besteht, von anderen Führungskräften überhaupt in diese Felder hineinzugehen, weil sie schlichtweg überfordert sind, weil sie die eigene Entwicklung gar nicht mitgemacht haben, wie ich sie ja nun über Jahrzehnte hier genossen habe, Stück für Stück zu erarbeiten. Die sind einfach schlichtweg überfordert. Und wenn dann von außen diese Welle kommt, oder also sowohl von außen als auch von innen, wir brauchen Veränderung. Also ich finde das sehr schwierig im Moment. Also diesen Wunsch sehe ich. Ich sehe den auch bei Mitarbeitern, aber ich finde es, also ich, das ist ja nochmal eine ganz persönliche Sache im Moment, sehr schwierig, das dann auch tatsächlich ritualmäßig zu etablieren, also so, dass es zum Standard wird, also wirklich auch ganz und gar offen, also offen gelebt wird. Und ich finde das toll, ich habe da auch schon sehr viel erreicht, also wirklich viel für das, was es vorher gab, aber es ist halt nur unsere kleine Niederlassung. Und nicht die anderen. Und wenn wir dann mit unserer Idee zu den Tagungen fahren und das sagen, dann heißt es ja, ah ja, bei euch ist ja sowieso immer alles anders. Das können wir jetzt gar nicht so mal lassen. Ihr lebt das ja sowieso anders. Und wir sind weg. Also unsere Argumentation ist dann out. Wir leben da irgendwie, wir sind auch so ein Vorzeigeobjekt, ist auch schon alles gut, wie schnell und schön da alles funktioniert. Aber ich finde das sehr unbefriedigend. Und da hätte ich die Frage, wie kann sowas weitergehen? Also das. Vielleicht kann ich gleich was dazu sagen, weil ich finde, du hast ein wichtiges Wort ausgesprochen. Nämlich, du hast gesagt, da gibt es Angst. Angst vor Veränderung, Angst vor klarem Feedback. Meine Erfahrung zum Beispiel ist, dass es in einem großen Unternehmen das Thema Angst auszusprechen schon irgendwie No-Go ist. Obwohl alle eigentlich wissen, dass es genau darum geht. Angst vor Veränderung, Angst vor Feedback und so weiter. Und das kann man, da bin ich mir ganz sicher, auch da wieder das einmal auszusprechen, da freue ich mich schon immer, auch wenn in unserem Kontext, wenn das mal jemand sagt, da bin ich immer froh drum, weil das Aussprechen ist ja der erste Schritt der Veränderung. Und ich glaube, um Veränderung zu ermöglichen und auch um offenes Feedback zu ermöglichen, es geht genau darum, so viel Sicherheit zu geben, so viel guten Rahmen zu schaffen, dass man mit dieser Angst, dass man damit umgehen kann, dass man sie aussprechen kann und dann kann es ja auch losgehen, dass man dadurch ja auch diese Angst überwinden kann. Also das Thema Vertrauen schaffen und das ist, glaube ich, da ganz wichtig. Aber erstmal wieder, wie gesagt, dass du es ausgesprochen hast, das ist für mich immer der erste Schritt, das Thema Angst. Und das Thema Zeit, du hattest es angesprochen, du gerade auch. Ja, kann sein, in jedem Kontext, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist, bei mir würde ich immer sagen, es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Wir haben alle irgendwie wahnsinnig viel Arbeit und Aufgaben, egal auf welcher Funktion. Und es kommt darauf an, welche Prioritäten ich setze. Da spielt dann, glaube ich, Führung eine Rolle, ne? Welche Prioritäten, Ziele von oben kommen. Aber ich glaube, wenn ich dann eigentlich im Hinterkopf Angst habe, finde ich 150 Argumente, die gerade viel wichtiger sind an Arbeiten, um dafür keine Zeit zu haben. Zum Thema Zeit und Priorisierung. Führung ist, du hast es vorhin schon gesagt, wenn es gut läuft, ist es quasi so eine göttliche Fügung. Man hat Lust auf Führung und man kann es auch. Das ist immer der Traumfall. Man sollte aber auch nicht unterschätzen und nicht vergessen, Führung, gute Führung ist echte Arbeit. Das ist wirklich aufwendig. Und als Führungskraft, die es ernst meint, da gehört es aus meiner Sicht dazu, sich dessen auch bewusst zu sein und sich dazu auch zu committen, weil ansonsten wird Führung in dieser Beziehung vermutlich eher nicht gelegen, wenn man sagt, na, ich habe jetzt hier zwar einen Hut und gucken wir mal, aber eigentlich nehme ich meine Führungsverantwortung, die damit dranhängt,
nicht wahr. Danke. Ja, ich habe hab so ein paar Wörter auch aufgeschnappt und fand jetzt irgendwie, da sind ganz viele so strenge Wörter überall, Anstrengung viel sogar. Ich glaube, dass Konflikt- und Dialogkultur auch ganz viel Humor einfach braucht, weil Humor ist etwas, was total viel Raum baut von sich aus. Und auch einfach mal zu sagen, ey, warum sind wir eigentlich alle so angestrengt hier? Oder deswegen, ich war auch in dem Spiele-Workshop, würde ich fast sagen, mit den Bällen. Das schafft so viel Denkraum, einfach mal zu sagen, ey, wir sind alle Menschen, lass mal Gelassenheit hier walten und irgendwie kommen wir zum Ziel. Also es ist auch meine Erfahrung wirklich im Berufsalltag, Scherz über die zu machen, die gerade einen Konflikt haben, so ein bisschen stichelig, das löst ganz viel. Ja, ich blicke hier so gerade ja aus auf unseren Titel Konflikt- und Dialogkultur für Gestalter in Unternehmen und Gesellschaft. Und ich habe heute oder in meiner Arbeit als Organisationsentwickler denke ich natürlich viel, arbeite ich viel mit Unternehmen zusammen. Und ich frage mich aber jetzt gerade natürlich aktuell, siehe gestern etc., Climate Action Day, über dieses Thema Gesellschaft. Und heute war ja schon so angesprochen, dieses Thema, also wo liegt eigentlich so unser Fokus und wie sehr nehmen wir unsere Rolle wahr als Gestalter, Mitgestalter unserer Gesellschaft? Und ich hatte gestern einfach so ein interessantes Erleben und das jetzt mit heute so zusammenzubringen einmal war dieses, also zum einen erlebe ich natürlich Unternehmen als Teil der Gesellschaft. Und wenn ich mich gerade frage, wo kann ich eigentlich den Hebel ansetzen für eine Gesellschaft, die ich miterzeugen will, dann ist meine Perspektive stark ja in den Unternehmen, in denen ich tätig bin. So gleichzeitig war ich gestern, hatte ich ein Führungstraining, da kamen Führungskräfte aus Europa zusammengeflogen und dann erzählte ich hier neben der Kaffeepause, meine Kinder sind gerade irgendwie bei Fridays for Future und dann sagten 50% der Leute, hä, was ist denn das? Sag ich ja, Climate Action Day, we never heard of Climate Action Day, ja, Climate Change, ja, also da waren einige, die wussten damit nicht so viel anzufangen, also Führungskräfte aus Europa. Und da dachte ich, scheiße, und fuhr dann mit dem Zug irgendwie zurück, vorbei, Dammtorbrücke, und dann saßen, da hatten waren zwei große Kreuzungen besetzt von der Bewegung Extinction Rebellion. Also es gibt offensichtlich Leute, die lesen die Daten der Wissenschaftler so, dass sie denken, ein Aussterben ist nicht unwahrscheinlich in diesem Jahrhundert. Und da denke ich so, wow, und heute sitze ich hier, war heute Vormittag in diesem, und jetzt macht den Bogen zu uns halt auch nochmal in diesem Workshop, ne, passive Aggression und aktive Aggression. So, und ich merke gerade, in mir staut sich halt auch so ein bisschen dieses Thema passive Aggression auf. Ich nehme jetzt so viel Energie auf und ich erlebe halt so stark, dass unsere Gesellschaft in solche Extreme jetzt geht. Also auf der einen Seite halt Kompromisse, Frau Merkel sagt, Politik macht das, was machbar ist. Also wo ist da die Vision, frage ich mich. Und auf der anderen Seite die Leute, die jetzt in eine Rebellion einsteigen wollen. Und ich frage mich so, und das würde ich gerne nochmal so Ihre Gedanken, eure Gedanken hören, wie seht ihr unsere Verantwortung als ISB mit unserem Wissen über Veränderungs- und Kulturgestaltung in der Verantwortung für die großen Fragen unserer Gesellschaft? Ich versuche mal eine Antwort und ich bin mir ziemlich sicher, du erwartest von uns jetzt auch nicht eine Antwort, die abschließend ist und das genau erklären kann. Danke erstmal. Ich versuche das für mich so klar zu machen, dass ich sage, ich versuche in dem Maße, in meiner Umwelt, in meiner Funktion, in meinem privaten Kontext und so weiter, das zu tun, was ich dafür tun kann. Und natürlich diese Widersprüche, die du aufgeführt hast, die erleben wir alle. Und zwischendurch kommen ja auch Zweifel, kriegen wir das noch hin? Also ich glaube, das ist der Zweifel, den wir gerade haben. Ist es wirklich noch realistisch, dass wir das noch schaffen, da als Menschheit insgesamt in dieser Komplexität, dann nämlich weltweit, da rede ich nicht über eine Organisation, nicht über eine Nation, sondern ich rede halt wirklich weltweit, in dieser Komplexität da was hinzukriegen, diese Zweifel. Aber diese Zweifel nicht mich überwältigen zu lassen, sondern in meiner Rolle, in meiner Funktion, das zu bewegen, was möglich ist. Und über die Themen, die wir heute gesprochen haben, nämlich Verantwortung in Unternehmen, in Organisationen,
Kommunikation, Einbeziehung aller Mitarbeitenden in Entscheidungen, New Work, Freiräume geben, Persönlichkeiten, Menschenbilder. Da ist mein Glaube daran, dass wenn Menschen in Unternehmen anders miteinander umgehen und arbeiten und eine offenere Dialog- und Konfliktkommunikation hinbekommen, wenn wir das da wirklich realisiert bekommen und dort auch mehr Verantwortung wieder an alle Mitarbeitenden übergeben, um es deutlich zu sagen, und die das auch lernen anzunehmen, das hat ja was mit, ne, das Thema auch Verantwortung annehmen. Das ist auch meine Argumentation. Das sind alles die Menschen, die zukünftig auch und die auch darüber entscheiden, weil nämlich Politik macht nicht das, was machbar ist, sondern das, was wählbar ist. Die darüber entscheiden, wer die nächste Bundeskanzlerin wird. Also das sind Menschen, die haben Verantwortung auch in der Gesellschaft. Und deswegen wäre für mich zum Beispiel eine Antwort in den Organisationen, in denen wir tätig sind, Menschen zu empowern. Um diesen Begriff nochmal auch von heute Morgen zu nehmen, weil sie dann auch in der Gesellschaft jeder wieder eine Rolle übernehmen kann und was verändern kann. Das wäre meine kleine Antwort auf diese große Frage, die du gestellt hast. Total spannende Frage, vor allem als Werber, der dafür sorgt, dass viel Plastik verkauft wird. Ne? Also ich bin ja in einem tagtäglichen Dilemma. Gestern laufe ich mit meinen Kindern mit, dann erzähle ich denen, und fragt die irgendwie, was in dem HTML, den sie sich gewünscht haben, drin ist und ob sie das sozusagen kaufen würden, wenn sie wüssten, dass da auch Kinder gearbeitet haben. Das hat zu großen Tränen geführt, weil das HTML war wichtiger. Und in dieser Dissonanz lebe ich auch als Werber. Ich finde aber auch, dass zwei Aspekte da wichtig sind. Zum einen, das habe ich heute wieder gemerkt, auch in dem einen Beispiel mit den Rollen. Eure Rolle kann sein, Druck rausnehmen, ja, also entlastende Gespräche führen mit Führungskräften, Druck rausnehmen. Einfach Druck rausnehmen, Zeit reingeben, das ist schon mal das eine. Und das andere ist, was für Geschichten erzählen wir uns? Also ich finde Greta super und sie macht ein Damoklesschwert auf, wie die Wissenschaftler auch eine Geschichte erzählen, ne, mit dem Teufel an die Wand malen. Aber es ist seit 20 Jahren 5 vor 12, das ist eine sehr nervige und sehr entmächtigende Geschichte. Na, also ich bin ja als Werber immer ein Geschichtenerzähler und diese permanente 5 vor 12igkeit, die ist dann irgendwann auch lächerlich oder entmächtigend. Ne? Und was mir geholfen hat, sehr persönlich in dieser Klimakrise, die ich auch natürlich mich bewegt, und da bin ich noch lange nicht, ist erstens Schritt für Schritt irgendwie Sachen immer wieder verbessern, optimieren und vielleicht auch einfach die positiven Geschichten des Gelingens erzählen. Das habe ich irgendwie von Harald Welzer, der ist irgendwie Soziologieprofessor, der hat irgendwie Futur 2 als Organisation. Und Natur, die mal kaputt gegangen ist, kann auch wiederkommen. Also er hat da so ein Beispiel von der Renaturierung der Havel. Die war total verbaut, dann hat man die einfach mal wieder weggebaut und die Natur ist wieder gekommen. Also der Karren, wenn er mal im Dreck ist, ist auch wieder umdrehbar. Das heißt, wenn wir dann nämlich 12 Uhr erreicht haben, ist nicht, oh shit, jetzt leben wir in der Mad Max-Welt, sondern es ist nie zu spät, um anzufangen. Ich finde, das ist eine Botschaft, die mir wichtig wäre, auch an Führungskräfte und einfach ein bisschen Druck rausnehmen. Wenn wir alle einen Schritt zurückgehen, von unseren Bedürfnissen. Und selbst wenn es nur wir in Deutschland sind, dann haben wir vielleicht schon viel erreicht. Also, und ne, positive Geschichten erzählen. Ich würde es gerne ein bisschen erschüttern, weil wir hatten heute eine Übung gemeinsam und die war für mich sehr bewegend. Das Ende, also da war gefragt, was denkst du, was fühlst du? Und als ich das zugelassen habe, war mein Wort, Verzweiflung. Ist die Antwort auf deine Frage. Und ich teile vieles von dem. Ne? Meine normale Art und Weise, damit umzugehen, ist, mich kundig zu machen. Ja, ich bin ja ein gern Leser und jetzt versuche ich, das alles zu erkunden und das wird sehr komplex. Aber solange ich nicht zulasse, dass ich wirklich auch am Rande der Verzweiflung bin, wird es nicht funktionieren. Wir haben da im ISB ja ein Modell dazu, wenn ihr euch erinnert, Krisenzirkel. Der Ausstieg aus dem Krisenzirkel ist, die Verzweiflung zuzulassen. Und ich glaube, das sind wir noch nicht, sodass, also sag mal, zumindest brauchst du es auch. Okay, so mit Blick auf die Uhr, war noch Christine? Das passte nicht mehr, sagt sie gerade, aber okay. Hier drüben gab es. Und dann haben wir noch den Markus. Okay. Ja. Danke. Ja, danke. Ja, ist eine sehr persönliche Runde, merke ich. Jetzt sage ich da auch noch kurz was. Auch Stichwort Verzweiflung. Ich mache jetzt schon sehr lange dieses Thema in Unternehmen und so weiter. Und
habe immer wieder erlebt, wie Menschen sich begeistern und öffnen und rangehen und kam dann irgendwann auch an den Punkt, es hat keinen Zweck. Also dieser Optimierungswahn und immer noch schneller und noch schneller. Und als ich dann danach gesucht habe, was hat denn noch Zweck? Also ich glaube auch nicht, dass das noch weitergeht, weil ich auch erlebe, für jedes Problem werden mindestens 50 neue Methoden angeboten. Die meisten sind Englisch, kommen aus Amerika, und dann macht man dies und jenes. Und es ist immer noch ein ganz großer Wunsch und Hoffnung bei den Menschen, es gibt eine Methode, die mir ermöglicht, die Probleme zu lösen. Oder irgendwas. Die gibt es nicht. Und ich habe mich dann gemerkt, bevor ich ganz aufhöre, sage ich, ich mache gar nichts mehr, habe mir überlegt, was ist es denn dann? Und für mich war dann der Schlüssel eigentlich der, die Menschen zu erinnern, was sie sind. Oder uns selbst zu erinnern, was sind wir eigentlich? Das, was man mal gesunden Menschenverstand genannt hat. Oder Kommunikation heißt, ich kommuniziere, ich wende eine Methode an. Und dann gab es ein lustiges Phänomen, irgendwann kam ja dieses Agile auf, ne? Dachte ich, jetzt haben wir den Gipfel erreicht, jetzt wird aus Lebendigkeit eine Methode. Das, auf sowas, wer kommt auf sowas? Warst du heute schon agil? Und jetzt bin ich tatsächlich unter dieser Begrifflichkeit, oder irgendwie wollen das viele machen, agil erleben. Und dann ist halt wirklich die Frage, dann gibt es Menschen, die sagen, heute schon bis um 10 war ich noch nicht agil. Heute war ich noch gar nicht agil. Und dass man selbst das wieder zu einer Methode macht, aber wenn man das zurückdreht, ganz einfach merkt, ach, wenn ich bei mir mal wieder reingucke, dann ist es ja doch ganz einfach, aber eben nicht unbedingt in ein System oder benennbar oder Kultur, sondern, oder ich sage es nochmal ganz einfach, als ich mich dann entschieden habe, ich kann die Welt nicht verändern, die Unternehmen auch nicht und so, aber ich mache es trotzdem weiter und noch mehr auf diese einfachsten Dinge wie, wie kommunizieren wir? Wir bewegen uns, wir lachen, wir gucken uns an, wir wissen dies und jenes. Dass sich dadurch zwar auch nichts verändert, aber der einzelne Mensch für sich sagt, aha, ich kann nicht mehr darauf warten, dass von außen irgendwas passiert, aber ich kann in meinem Umfeld anfangen, ich kann was machen. Und das Lustigste, was ich erlebt habe in dem Kontext, oder Interessanteste, in einem Unternehmen, wo ich gedacht habe, hoffnungsloses Unternehmen, also noch hoffnungsloser wie die anderen und dann auch noch die Controlling-Abteilung und dann habe ich den Chef da, kam ein paar Monate, ein Jahr später kam er auf mich zu irgendwo, darf ich Sie in den Arm nehmen? Sag ich, ja, gut, können wir schon machen. Wir spielen jeden Tag. Und sage ich, arbeiten tun Sie auch noch? Natürlich, das läuft besser als vorher, aber wir haben eigentlich nichts verändert, außer dass wir uns erlauben, uns selbst zu sein. So. Und das hat mich dann sehr positiv überrascht wieder und mich motiviert zu sagen, einfach an den einfachen Dingen andocken und sich zu erinnern, was wir eigentlich sind. Okay, danke. Markus, du hast das Schlusswort. Das wird jetzt aber schwierig, weil ich hätte nämlich eigentlich noch eine Frage, weil dann müssen wir die vielleicht mitnehmen. Ich möchte anknüpfen an die Beobachtung, Karin, die du ganz am Anfang gesagt hast, dass wir sehr dazu neigen, im ISB uns sehr wohl zu fühlen, dass dieses Wohlfühlen auch einen Teil der Kultur ausmacht und auch kulturprägend ist. Mir fällt auf am heutigen Tag, dass der Titel Konflikt- und Dialogkultur ist und wir sprechen überwiegend über Dialogkultur. Die Frage, die ich mir stelle und auch bei dem, was wir jetzt hier diskutieren, ist, welche Konfliktkultur müssen wir eigentlich entwickeln, um die Dinge auf den Weg zu bringen, die es braucht, um zum Beispiel mehr Purpose in Unternehmen zu bringen, um Macht sinnvoll zu teilen und abzugeben. Oder auch, wenn man die größeren Themen anspricht, um gesellschaftlich wirksam zu werden. Oder eben auch kleinräumig in dem wirksam zu werden, wo wir in unseren Rollen als Berater, als Interne, als Führungskräfte auf die Dinge Einfluss nehmen, die wir für wirklich wichtig halten und verändern wollen und nicht nur begleiten wollen. Nochmal eine Frage, war das? Die Frage, die man daran anknüpfen kann, ist, was können wir dafür tun, eine Konfliktkultur zu etablieren oder zu unterstützen, die es braucht, um diese Themen zu befördern in den Rollen, in denen wir unterwegs sind?
Also ich bin da sehr am Lernen, vor allen Dingen, weil ich kein Freund, also so begeistert von Konflikten bin. Aber was ich gestern angefangen habe, ist, ich gehe auf Demonstrationen. Das ist für mich sehr herausfordernd und neu, aber es leuchtet mir sehr ein. Wie Sie sagen, wir sind viele und wir sind laut. Und wir müssen laut werden. Das Laut traue ich mir noch nicht so richtig. Da übe ich noch. Aber es ist ein wesentlicher Schritt, glaube ich, also Konflikte auch tatsächlich auf die Straße zu bringen. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, Konflikte jetzt fördern. Also nicht unter den Teppich kehren. Ich finde, genau jetzt in der Zeit, wo alles wieder verhandelt wird, ist es wichtig, dass man den Konflikt nicht nur aushält, sondern den auch wirklich aktiv gestaltet. Und ich glaube, irgendwie, da sind hier total viele tolle, begeisternde Menschen, die auch diesen Spaß auch an einem Konflikt vermitteln können. Ich finde, Konflikt ist auch eine Reibung, ne? Und Reibung erzeugt Energie und am Ende dann vielleicht eine Lösung, hinter der man einfach einen Schritt weiter ist. Also ich glaube einfach, wenn man das Thema schon mal anfängt oder beziehungsweise wenn man sagt, irgendwie, es geht nicht nur um Dialog, der funktioniert, sondern eben es geht auch um eine Konfliktkultur. Da haben wir ja schon mal irgendwie den Punkt gesetzt, also lass uns mal Konflikte haben. Ne? Also nicht Konflikte anzetteln, nicht Streit anzetteln, aber lass uns mal in Konflikt gehen und vielleicht auch mit Spaß an der Sache. Ähnlich würde ich es aus externer Sicht auf Unternehmen auch wiedersehen. Die große Leistung eines Externen kann schon in Schritt 1 erstmal sein, nicht aus diesem Konflikt zu gehen, auch wenn alle anderen gerade dabei sind, das zu versuchen. Das kommt nicht immer gut und das ist auch nicht immer angenehm. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich danach reiße, jetzt ständig diese Reibung und Wärme verspüren zu wollen. Aber manchmal merkt man halt, das ist jetzt dran und ich merke, du gehst in eine Ausweichbewegung, aber ich bin jetzt gerade da, um diese Ausweichbewegung, wenn es gut läuft, nicht zuzulassen, aber mindestens sichtbar zu machen. Das ist so der kleine Beitrag, den man täglich versuchen kann zu leisten, wenn man die Chance hat, mit Unternehmen in dieser Art zu arbeiten. Also auch von dem, was ich heute Morgen gesagt habe, vielleicht nochmal dieses FKK rausgegriffen, dieses freundlich-kompetente Konfliktkultur. Da stecken ja auch noch zwei Worte vor der Konfliktkultur oder Konfrontationskultur drin, nämlich freundlich-kompetent. Und ich kann mir das schon auch in jeden Alltagssituation immer wieder vor Augen führen. Und das ist auch das, was Wolfram gesagt hat, mit Interesse an Wirklichkeitsabgleich, trotzdem dann in eine kompetente Zumutung meiner Wirklichkeit dem anderen gegenüber einzutreten und das trotzdem freundlich in einer freundlich-kompetenten Haltung. Und das ist was, was wir gleich jeden Tag im Kleinen auch umsetzen und üben können. Dass das dann Kulturelement wird, da hatte ich ja heute Morgen auch schon gesagt, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Sache, so wie du, Karin, das vorhin auch gesagt hast. Wer kann da was vorleben und wer kann dann auch Kultur prägen? So. Ich danke euch vielmals. Nochmal danke, Karin, an dich. Dann und danke euch, genau, für die Fragen und Impulse. Und dann machen wir den Abschluss.